Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Im letzten Part sind wir nach Nibelheim zurückgekehrt und haben ein bisschen dadurch, dass wir ja jetzt über Zack und Clouds Vergangenheit erfahren haben, ein Flashback gehabt. Komm! Zieh das an. Riecht zwar ein bisschen, aber geht doch. Siehst gut aus damit. Naja. So, wir haben jetzt hier Zack und Cloud, die aus Nibelheim flüchten. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie das gekommen ist, dass sie überhaupt in Nibelheim angekommen sind, dass sie in diesen Gefäßen gehalten wurden und an ihnen rumexperimentiert wurden, beziehungsweise dass sie in einem Nibelheim waren, in der es anscheinend keine Tiefer gab, weil sonst hätten die doch irgendwann mal versucht oder Cloud hätte irgendwie geguckt, wo Tiefer ist oder Tiefer hätte mitbekommen, dass Cloud irgendwie in der Stadt ist oder sonst irgendwas. Ganz merkwürdig. Also ich weiß leider echt nicht, wie das zusammenhängt. Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Theorie. Wäre echt schön, wenn ihr das mit mir teilen könnt, weil ich verstehe diesen Part jetzt gerade absolut nicht. Hey Opa, Midgar in Sicht? Klappe, sei froh, dass ich dich mitgenommen habe. Was ich auch noch mir letztens gedacht habe, es gibt ja auch ein Final Fantasy Teil, was so ein bisschen die Vorgeschichte von Zack und so weiter behandelt. Ich glaube, das nennt sich Dirge of Cerberus. Irgendwie hätte ich auch Lust, das mal zu spielen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, ob ihr auch da Interesse hättet. Was wirst du in Midgar machen? Keine Antwort, er sagt nichts. Er ist entweder noch ziemlich benommen oder irgendwie nicht ganz auf dem Dampfer. Ich weiß, was ich tun werde. Ich habe eine Bleibe zum Untertauchen. Ach nein, dort lebt ja auch die Mutter. Das wird nix. Muss meinen Plan ändern. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Geld. Wollen wir ein Geschäft starten? Aber welches? Was man jetzt vielleicht nicht so direkt mitbekommt oder erfährt, er meinte ja, er hätte eine Bleibe in Midgar, beziehungsweise hatte er es erst gedacht, bis ihm eingefallen ist, dass ja die Mutter noch dort wohnt. Und zwar geht es dann um keinen geringeren oder keine geringere als Eris. Eris war mit Zack zusammen. Und also die beiden hatten eine Beziehung, deswegen ging es auch um die Mutter, weil sie ja dann auch mit in dem Haus lebt. Und ich weiß aber nicht, wo man das erfährt. Irgendwann hat man, glaube ich, von Eris auch gehört, dass sie einen Freund hatte, der dann auch Soldat geworden ist oder irgend sowas in der Art. Oder mit Shinra halt zu tun hatte. Deswegen, also irgendwo, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschnappt habe, aber das weiß ich irgendwie noch. Du, Cloud, was meinst du? Kann ich gut? Was kann der gut? Was? Du Opa, was kann ich wohl besonders gut? Nerven. Was faselst du da? Du bist doch noch jung. Junge Leute sollten alles probieren. Sieh dich um, solange du jung bist. Zieh los und finde, was du wirklich willst. Alles probieren? Der hat gut reden. Naja, scheint ja ziemlich energiegeladen zu sein. Ja, macht er jetzt Sport? Ha! Natürlich! Ich habe mehr Grips und Muskeln als andere. Alles klar. Ich werde Söldner. Und arbeite für die Firma, die mich da gefangen gehalten hat und an mir rumexperimentiert hat. Ha. Klar, danke, Opa. Sag mal, hast du denn gar nicht zugehört? Hör zu, ich werde Söldner und basta. Ob öde oder gefährlich, für Geld tue ich alles. Ich werde reich. Na, Cloud, und was wirst du tun? Warte,
Du verstehst nicht. War ein Witz. Ich lass dich nicht hängen. Wir sind doch Freunde. Söldner, Cloud, genau das werden wir. Verstehst du, Cloud? Das verstehe ich nicht. Er ist doch von sich aus Nibelheim gegangen, um Soldier zu werden und ist da aber nicht richtig erfolgreich geworden. Wie zur Hölle hat er, ich meine, er ist ja jetzt schon wesentlich älter, wie zur Hölle hat er Zack kennengelernt? Wie sind sie da reingeraten in dieses, in diese Villa, dass da an denen rumexperimentiert wurde? Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich wirklich Joff Cerberus gespielt haben, damit man das richtig kapiert. Aber damals gab es das Spiel nicht. Wie haben die das den Leuten versucht zu erklären? Das ist für mich so unlogisch. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Okay, die sind scheinbar geflüchtet. Sind hier, haben sich auf den Berg retten können. Und dort wurden sie von Shinra angegriffen. Cloud war ja eh schon nicht mehr wirklich... sah nicht wirklich lebendig aus. Was machen wir mit ihm? Vergiss es. Lass ihn einfach. Und ich glaube, die Shinra haben Zack jetzt in dem Moment getötet. Heißt das, es ist nach diesem Angriff Nibelheim gewesen, wo eigentlich die Stadt auch verbrannt wurde, wo die dann, wo die Sephiroth getötet haben? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Entweder stehe ich total auf dem Schlauch oder irgendwie... Also ich kann das halt zeitlich nicht einordnen. Das ist mein Problem. Es könnte halt sehr gut sein, dass es wirklich nach diesem, nach dieser Sache mit Sephiroth war, aber... Ich dachte ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt, dass Zack tot war. Und er nimmt sich schon wieder das Schwert. Ich meine, okay, das war sein Freund. Er leidet, denke ich mal, jetzt auch sehr darunter, dass er gestorben ist. Die scheinen sich ja schon sehr gut verstanden zu haben. Zack war das blühende Leben, während Cloud immer noch so ein bisschen in sich gekehrt und deprimiert war. Und Zack hatte so viel vor und ich glaube, er trauert auch so ein bisschen darum, dass er es nicht machen kann. Dass es einfach vorbei für Zack ist. Das war also der Rückblick. Der ging ziemlich lange jetzt. Moment. Finden wir denn irgendwas? Projekt C, Exemplar B, Code C. Im Becher ist ein Kratzer, der durch einen Fingernagel... Lasst uns von hier verschwinden. Projekt C, Exemplar A, Code Z. Im Becher ist ein Kratzer, der von einem Fingernagel... Fütterung. Das ist unsere Chance. Ah, das heißt, sie haben irgendwie doch kommuniziert miteinander, während sie in diesen kryonischen Blub-Blub-Dingern waren und haben dort ihren Fluchtplan oder Versuch geplant. Ja, also Zack hat gemeint, ja, hier, lass uns fliehen und so weiter. Und Cloud hat gemeint, ja, während der Fütterungszeit, das wäre eine gute Chance. Okay, also so ein bisschen fügt es sich dann doch zusammen. Aber trotzdem, es ist schade, dass Zack so sang- und klanglos hier in dem Teil abgedankt ist. Also ich weiß ja, wie gesagt, dass man in Dirge of Cerberus mehr von ihm erfährt. Ich habe das Spiel nie gespielt, also ich weiß wirklich so gut wie gar nichts darüber. Nur so ein paar Sachen, die man sich halt zusammenreimt. Und ja, mehr ist es leider bei mir nicht. Deswegen, also ich habe schon Interesse, den Teil zu spielen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich ein Final Fantasy sein soll. Ich habe gehört, dass es so ein bisschen Richtung Devil May Cry gehen soll, aber keine Ahnung. Mein Freund meinte nur so, nee, nee, ist auch ein RPG, geht auch so lang. Wo ich dann erstmal wieder abgeschreckt war, weil ich momentan nicht so viele lange Projekte hier auf dem Kanal anfangen wollte. Sondern eher so ein paar kleinere Sachen, die auch schon mal abgeschlossen werden. Und dann würde halt Dirge of Cerberus total aus der Reihe fallen. Aber irgendwie gehört es dann doch dazu. Ich weiß nicht.
Vielleicht warte ich auch noch damit, bis ich die meisten Sachen abgeschlossen habe. Mir ist es halt, wie gesagt, momentan platzmäßig und zeitmäßig auch gar nicht möglich, mehr auf den Kanal zu bringen als die ein, zwei Videos pro Tag. Naja, eigentlich ist es ja momentan nur ein Video pro Tag. Wie gesagt, es ist mir zeitlich nicht anders möglich. Ich habe maximal, wenn ich es jetzt so überlege, in den Tagen, wo ich arbeite, was ja dann doch schon die ganze Woche eigentlich umfasst, bin ich gerade mal 2-3 Stunden am Tag in der Lage dazu, irgendwas für den Kanal zu machen, also Videos oder sonstiges. Und ja, ich bin halt leider nicht den ganzen Tag zu Hause und hätte halt Zeit für oder so. Ich muss halt dann auch immer schauen, wie heute jetzt, dass ich dann auch aufnehmen kann. Das ist dann schon immer ein bisschen schwierig. So. Okay. Wir sind jetzt hier bei Rocket Town, noch nicht in Rocket Town. Wir haben ja hier gleich ein kleines Techtelmechtel mit Shinra, die ja da die große Materie mit dem, also mit der Rakete wegbringen will. Die wollen ja die Materie benutzen, um diesen Meteor abzuschießen. Ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt. Es ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Aber ja, wir sind halt auf der guten Seite und wir wollen das verhindern. Weil wir haben ja irgendwie eine Lösung, wie wir das aufhalten können. Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. So. Ist das nicht Heidegger dort vorne? Sieht irgendwie so aus. Und so schlank. Die Mods machen es möglich. Was will der junge Präsident Rufus bloß mit all diesen Technikern? Ach nee, es ist er doch nicht scheinbar. Ein Dorfbewohner. Will Shinra die alte Schrottkiste wirklich starten? Aber warum jetzt? Dann gehe ich mal davon aus, dass wir Richtung Rakete müssen. Ein Spektakel. Ob gleich was passiert? Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. Ja, so irgendwie läuft sie. Und hier haben wir auch Shinra-Soldaten. Die Terroristen sind hier. So, dann haben wir auf jeden Fall einen Kampf hier gegen diese zwei Soldaten. Ich werde mal probieren, ob die irgendwas haben, was ich klauen kann. Vorher werde ich mal noch nicht angreifen. Nicht, dass wir wieder dieselbe Situation haben und ich irgendwas vergesse. So. Konnte nichts stehlen, okay. Warte mal, was war denn das nochmal? Konnte nichts stehlen? Das hieß einfach, dass das fehlgeschlagen ist. Nichts zu stehlen heißt das andere. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich meine, das sind ja zwei normale Soldaten. Wird ja wohl jetzt nicht irgendwas Besonderes dran sein wie bei Bossen. Es wäre nur schön, wenn ich mal drankommen würde. Ja, genau. Am besten gleich nochmal angreifen, dass er wieder aufwacht. Obwohl das auch wieder nur Schlaf. Aber er ist wach. Immerhin. Konnte nichts stehen. Ach Gott, egal. Wird schon nichts Wichtiges sein. Ich frage mich, was die für eine Zustandsveränderung haben, dass sie da so auf dem Boden liegen. So. Der Kampf ist geschafft und wir sind schon wieder ein Level gestiegen. Das geht irgendwie ziemlich fix gerade. Und da sind noch mehr Shinra-Soldaten. Lasst sie keinen Schritt weiter. Alle zum Angriff. Naja, ich kümmere mich schon um euch. Solange es nicht Soldaten mit cremefarbenem Anzug sind, mache ich euch fertig.
Zweimal Schlag, Raub, Angriff. Also scheinbar ist diese Zustandsveränderung nach Ende des Kampfes weg. Sonst hätten ja Red und Vincent immer noch diese, ja, dieses schwarze Klimmern und würden am Boden liegen. Aber es ist richtig schön, dass ich dieses zweimal Schlag ausgerüstet habe. Das ist sehr angenehm. Und dann auch mit dem also Gegenschlag, wenn ich angegriffen werde. Jetzt muss er halt nur richtig aufgepowert werden vom Damage her. Aber eigentlich macht er an sich schon mit dem meisten Schaden, würde ich jetzt mal behaupten. Kein Problem. Kommt ruhig. Ah, du gehst nirgendwo hin. So, und die letzten drei Soldaten, dann sollten wir das Ganze eigentlich geschafft haben. Wir machen einen normalen Angriff. Hier mal gucken. Irgendwer hatte ja Blitz. Jetzt weiß ich es noch gerade nicht mehr wer. Ich glaube, Red war das. Ich könnte auch Bio machen. Aber egal. Nein. Den Kampf kriegen wir auch so rum. Ah ja, Gegenangriff hatte ja Cloud drauf. Deswegen konnte der ja jetzt angreifen. Ich dachte erst, ich hätte das auf Vincent drauf gemacht, aber ja, ich glaube, Cloud hatte ein bisschen mehr Platz gehabt. Die Kämpfe sind so unspektakulär, ich könnte die eigentlich draußen lassen, aber es gehört halt irgendwie zur Story dazu. Weiß man gar nicht, was man erzählen soll. Ah ja, ich werde... Also es gibt so, die Sache, wir müssen jetzt gleich irgendwas mit der Rakete machen. Wir müssen dort einen Zahlencode oder beziehungsweise einen Gamepad-Tastencode eingeben. Und ich weiß ihn leider nicht mehr. Ich werde jetzt aber gleich mal gucken, damit sich das nicht so sehr an die Länge zieht. Kann ich euch ja dann sagen, was das für eine Tastenkombination war. Beziehungsweise hoffe ich, weil ich ja mein Gamepad anders, also ein anderes Setup habe, dass es noch dasselbe ist, wie das, was gleich angegeben wird. Ah, da kommt noch Sid. Warte, Cloud. Wenn du vorhast, die Shinra aus meiner Rakete zu werfen, dann nimm ich mit. Nein, ich habe doch schon alle gerüstet. Oh nein. Vergiss es. Scheiße, echt? Der ist fest? Ist ja nervig. Kann ich irgendwie das ganze Equip da austauschen? Das wäre echt super. Menü öffnen, bla bla bla. Menü. Menü war Kreis. Nicht, dass ich was Falsches drücke und es direkt weitergeht. So, ausrüsten. Er hatte ja eine neue Waffe bekommen. Was hat er jetzt gerade? Ist wahrscheinlich wirklich noch das Beste mit, was ich ihm jetzt gerade anlegen kann. Dann Edenreif, weiß ich nicht, was das macht. Den Magierarmband könnte ich dranlegen. Ah, Zietrich. Zietrich könnte ich dran machen. Oder das. Ich glaube, ich mache das mal dran. Ach so, hatten wir jetzt noch was, was doppelt war? Nee, ne? Der Zietrich macht keinen. Das muss ich beachten. Nicht, dass ich das irgendwie aus Versehen mal anlege. Damit versuche zu leveln. So. Schützt bla 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 bla. Eis. Ja, der Fluchring, kann ich ja kurz mal sagen. Der Fluchring, wenn man den anlegt, macht Todesurteil auf einen selbst. Das heißt, innerhalb von einer Minute stirbt man im Kampf. Es werden aber die Statuswerte extremst geboostet. Also am besten nimmt man so einen Ring, wenn man am Farmen ist und sich sicher ist, dass man den Gegner innerhalb von einer Minute killen kann. So, dann gucken wir mal weiter. Den Kraftring Wit und Gemüt. Oh, machen wir das einfach mal. So, und dann tauschen. Cloud bleibt dran und
Vincent bleibt dran, Red muss sich umtauschen. Ach so, genau, das kann ich dann hier machen, Cloud. Zit, ist hier unten. Dann kann ich das relativ schnell wechseln, alles. Die haben auch relativ dieselbe Fassung, nur dass ich unten dann ein bisschen mehr anlegen kann.